Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man. Okay. Euch wird dieses Bild rechts und links bekannt vorkommen. Zwei Roboter besiegt. Woher kennt ihr das? Mega Man 1? Und warum muss ich das neu aufnehmen? Weil mich Fractasia hier mal wieder verarschen will. Gut, ich nehme uns zuerst jetzt vor den oberen oder unteren? War das der obere, den ich platt machen wollte? Nee, das ist der falsche. Den unteren wollen wir. Denn, dank Fractasia, da das hier mal wieder einfach die Aufnahme nicht gespeichert hat und ich das nochmal von vorne spielen darf, weiß ich jetzt natürlich auch, welche Schwäche hier, also welche Bosse mich hier erwarten und wer welche Schwäche hat. Und dementsprechend natürlich auch, wie ich welchen Boss Platz mache. Oh ja, fickt mich hart und tief. Welchen der Bosse ich wie Platz zu machen habe, weiß ich jetzt natürlich auch. Sehr schön, danke Fractasia. Ich bin jetzt gerade wieder richtig schlecht gelaunt, deswegen. Ah, oh, großes Lebenspack. Oh ja, fick mich. Fick mich tief und trocken, du Hurensohn. So, Rush Call. Wumpf. Aber dank Fractasia bin ich jetzt auch um die Erfahrung reicher, dass man Waffen, die man mit diesen Energiedingern wieder aufladen will, nur so lange aufgeladen werden, wie sie ausgerüstet sind. Das heißt, wenn ich sie wieder auf den Powerbeam wechsle, dann, ja, auf den Megabuster, dann werden sie nicht aufgeladen. Dann hört einfach auf, sie aufzuladen. Aber da sie momentan alle voll sind, brauche ich mir darum mal keine Gedanken zu machen. Oh, geil. Dankeschön. Sondern eher darum, dass ich hier durch das Level komme. Na. Energietank. So. Da wäre noch ein Leben gewesen, sehe ich gerade. Das ist... Oh, ja. Ja, Rush, du bist mal wieder... Oder? Bist du viel am Platz? Nein, du bist sogar richtig gewesen. Supi. So, jetzt kam dieser schöne... Oh, Mann! Geht halt nicht immer erst hinterher runter, ihr Scheißdinger. Mann. Jetzt kenne ich die Stage war echt schon gut, aber trotzdem finde ich sie noch immer extrem lästig. Oh, geh doch kaputt, Mann. Hopp. Danke. So, vielleicht kann ich mit der Rush Call da auch rüber. Jawohl, dann kann ich ihn nämlich wieder komplett aufladen. Damit ich nicht keine Energie verschwendet. So. Der ist wie Fred das aufdringliche Fummeltelefon. Nur nicht ganz so schlimm. So, hier war Airman gefragt. Jetzt bin ich mal schon mal am Längen schneller wieder. Dank Fractasia. Na komm mal her, du Pauser. Bevor der mich hier töte, töte ich ihn. Gut, damit wäre der gelegt. Und wir hatten nach dieser ewig lang epischen Zwischensequenz, ich glaube Needle Shot oder so. Needle Cannon. So, und damit gehen wir jetzt mal wieder direkt zu dem oberen. Okay. So. Viele von euch werden diese Stage wiedererkennen, wenn sie Funk Royals Let's Play geguckt haben. Sie ist eine gekürzte Version der Stage von Top Man. Oh, böser Spoiler. Ich kümmere mich aber gerade wenig, denn ich muss mich hier gerade darauf konzentrieren. Mir ist es halt aufgefallen, weil ich das ja schon mal das Level gespielt habe, dass es sich bei dem Boss hier um Top Man handelt und an dieser Stelle behindert ist. So. Das Einzige, worauf ich mich wirklich freue, wenn ich denn jemals so weit komme,
ist, dass ich euch etwas Schönes zeigen könnte. Eine Referenz, vielleicht erkennt ihr sie ja wieder. Wenn es denn der Boss ist, den ich erwarte. Also, der finale Boss. Das ist wieder die Muschi der Verdammnis, die ich hier töten muss. Ah. Kotzebällchen. So, Ärmel laden wir komplett auf. Nein, ich will gern hier. Rush Marine brauchen wir irgendwie noch gar nicht. Oder irgendwie überhaupt nicht, fällt mir so nebenher mal auf. Lebenspack. Da haben wir ein Extra-Leben. Wow, ich habe ja echt gerade einiges an Extra-Leben angesammelt. Das ist nicht gerade wenig. Hahaha, in einen Kopfkreise, Mann. So, dann können wir Rush Coil noch ein bisschen aufladen. Gut, wir haben wieder alle Waffen voll. So, der Muschi können wir auch einfach ausweichen. So, und ist noch ein E-Tank, den holen wir uns auf jeden Fall. Ach, das bisschen Leben pfeife ich jetzt mal, das ist nicht so wichtig. Hauptsache den Tank, der ist jetzt, der hat Vorrang. Ah, Pech gehabt. Da bekommt der Begriff Durchrushen eine ganz neue Bedeutung. Ja. Ja. Okay. Und wir sind da. So, raus mit der Nidelwaffe. So, jetzt darf ich mal zeigen, wie leicht der Boss hier eigentlich ist. Wenn man die Nidelwaffe benutzt. Ich weiß, es war am besten, wenn ich mal wie Funk das gemacht habe. Bei Funk sah das nur irgendwie ein bisschen schwieriger aus. Okay, man muss auch ein bisschen darauf achten, wann der Typ anfängt zu... Fick dich. Oh, ja, ich habe in die andere Richtung gedrückt. Mein Gamepad wollte mich ja... Oh, ja, Mann. Gib's mir hart und trocken, darauf stehe ich. Wow, okay, ich hatte gerade nur noch... ein Leben oder so? Ich habe mich irgendwie ziemlich dämlich angestellt jetzt, aber... Egal, pfeif mir mal drauf. Wir haben den hier auch erledigt. So, jetzt haben wir sogar noch Zeit für einen dritten, würde ich sagen. Jetzt, wo ich so schnell war, gehen wir noch in die dritte Stage. Topspin brauchen wir nicht. Schwul ist nutzlos. Ich glaube, die Waffe brauchen wir kein einziges Mal im Spiel. So, wir gehen jetzt auch mal auf gut Glück zu dem da oben. Die Musik gefällt mir, die klingt geil. Uhu, was haben wir denn da Schönes? Au. Bienen? Ich mag Bienen nicht, geht weg. Wow. Wow. What the hell? Was geht hier ab in dem Level? What? Die Musik ist echt geil, das muss man sagen. Die ist richtig... Oh, das ist ein extra Leben, das hole ich mir. Und lass mal einmal behaupten, 8-Bit-Musik wäre nicht geil. Leck mich! Gib mir das extra Leben. Yay. Yeah. What? Wow, ist das unfair. Ja, wow. Komm, weg mit dir. Weg mit dir. Ich fühle mich gerade richtig motiviert zu spielen. Muss ich gerade ganz ehrlich zugeben. Wow. Alter, das sieht aus, als würde er mit Spermien hier nach mir werfen. Wer die gleiche Idee hatte, Daumen hoch bitte. Bist du Gorillamann? Au. Geh weg. Alter, hallo? What the fuck? Ah, Evil Gorilla Mann. Alter, was zur Hölle? Oh, der bewacht ein großes Lebenspack. Ja, damit. Ah, sehr schön. Sehr schön. Nein, das ist wieder ein Gorilla Mann. Ja, verdammt, das... Oh! Das war nicht schlecht. Das ist wieder ein schöner Smee-Tool-Bagger-Ding. Bisschen Leben.
Alligatoren, Alligatoren, Alligatoren. Biene, 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 Biene. Oh, ha, ha, nicht mit mir. So, okay, wir sind jetzt bei... Keine Ahnung. Was haben wir letzten Dingen gehalten? Topspin. Ach komm, Leute, ich glaub's so absolut nicht, dass der überhaupt das Geringste bringt. Wir benutzen ihn einfach mal, einfach nur aus Klischee halt. Na du? What? Nee, wäre auch sehr verwundert. Oh, Alter, der pound mich hier gerade mal weg. Alter, in welcher scheiß Richtung fliegen die scheiß Fäuste? Ach komm, das war jetzt unfair. Das war dermaßen unnötig. Okay, wir wissen jetzt aber, der Topspin ist vollkommen nutzlos. Und wir können ihn locker mit dem Powerbeam platt machen. Jetzt komm, jetzt zeig ich's, Mann. Ja, ausweichen. Und wieder schießen, 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 schießen. Schießen, au. Und ausweichen. Und schießen, schießen, schießen. Und wieder down geht, ey. Au. Oh, dann, nam, 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 nam. Und weg ist er. 3 in einer Folge. Das ist doch jetzt mein neuer Rekord. Den 4. schaffen wir aber nicht mehr. Ich werde einfach einen Schnitt machen, dann sehen wir uns. Hoffentlich in der nächsten Episode wieder, wenn mir Factasia nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. You got hard knuckle. Oh ja, einen harten habe ich auch gleich. Herrlich. So, okay, ich mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.